Letztes Mal bei Bioshock. Jesus liebt mich, das weiß ich, weil's in der Bibel steht. Er nimmt sich der kleinen und schwachen Kinder an, denn er ist stark. Und so geht's weiter. Nun, Bandagen nehme ich doch gerne. Hauen wir uns noch ein bisschen Drogen rein. Bin ich wieder ready, weiterzugehen hier. Aha. Der nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie ich die verwenden soll. Ich übersehe hier wahrscheinlich was. Gut, wir haben Fotos gemacht. War das der Sinn von dem Ding hier, oder? Das scheint so eine Art Bibliothek hier zu sein, ne? Oh, panzerbrechende Pistolenkugeln. Nehme ich doch gerne mit. Oh, da oben ist auch noch was, schau an. Was war eigentlich der Sinn von dem? Ach, es war eben bloß so ein Seitending hier, okay. Judas! Können wir ein Foto von machen? Ist ja noch lustig, dass wir die hier kopieren, während sie uns abschlachten wollen. Ja, Foto. So viel Zeit muss sein. Anpfiff für Anpfiff Personen. Okay. Oh. Hallo. Mein Freund. Weggeschrotet, würde ich sagen. Du wolltest dich hier wahrscheinlich mit neuem Zeug versorgen. Okay. Hallo? Immer zu Hause? Der Gedanke, dass meine Frau und mein Sohn in diesem dreckigen U-Boot stecken, macht mich hart. Hilf mir, sie zu retten, dann stehe ich auf ewig in deiner Schuld. Oh, was geht denn mit diesem Fass ab? Ein magisches Fass. Schau es euch an. Keine Ahnung, was für ein Fass drin ist. Okay. Da können wir gleich weitergehen. Oh, was ist denn hier? Das habe ich übersehen. Ich habe Brian kennengelernt, als ich mit den Jungs die Klempnerarbeiten in seiner vornehmen Bude an der Park Avenue gemacht habe. Hey, sagt er, was sollen die Messingrohre? Mein Bauleiter hat gesagt, ich bekomme nur Zinnrohre. Tja, sage ich, ich schätze, dann wird Ihr Bauleiter wohl alle zwei Wochen Ihr Klo auspumpen müssen. Wenn Ihnen der Preis für die Messingrohre Sorgen bereitet, kann ich Sie beruhigen. Da kann ich was machen. Fragt er, warum sollten Sie das für mich tun? Naja, Mr. Ryan, sage ich, weil ein von Bill McDonough gebautes Klo niemals von irgendwem ausgepumpt werden muss. Gewinn hin oder her. Am nächsten Tag war ich dann Ryans Bauleiter. Okay. Gut zu wissen, dass der Mann sich ihre Klos... Das ist mein Aua. Schauen wir uns erstmal hier um, was die Bar so hergibt. Diane, Liebste, es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier einen ordentlichen Finanzmarkt aufzubauen und alles, woran dieser Idiot denken kann, ist Adam hier und genetische Veränderung dort. Ich werde eine Stunde lang so tun, als ob ich dem armen Kerl zuhöre und mache mich dann so schnell wie möglich auf den Heimweg. André.
André? Ist das irgendein Codewort? Oh. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und Tennisspielern, aber nicht von bezahlten Killern. Aber ihr Anführer, dieser Fontaine, der kennt sich mit Gaunereien ganz genau aus. Er selbst macht sich die Hände nicht schmutzig. Er lässt aber durchblicken, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Okay. Freaky shit, waren wir hier schon? Das ist der fünfte Loot! Das ist wohl ein Nein. Oder die sind wieder gespawnt. Ich weiß es nicht. Was soll die Musik? Ganz ruhig Musik. Etwas ionischer Schrot. Kontaktmine. Hier gibt's einiges. Schauen, was wir hier so in einem Safe drin haben. Nein. Das fließt schon wieder in die falsche Richtung. Oh Mann. Voll verkackt. Was denn? Wo ist es? Habe ich noch nicht. Das hier. Panzerbrechende MG. Ja, doch, das hat sich gelohnt. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit! So spricht der Herr! Oh yeah. Beides wirst du gar können, wie Verbandsgäste hören denn? Lecker! Snack ich dann die Herzen oder was? Lecker, lecker! Oh, ist das da... Ich weiß es nicht. Da hat er fett was dabei. Okay. Was, kein Kuchen für mich? Jesus. In die Fresse geschossen. Oh, ein bisschen Film, okay. Jesus, die haben sich hier auch abgemetzelt, ha? Was? Lesen? Lassen Sie sich registrieren. Für was denn? Was war das? Ja, wow. Das weiß ich auch. Hoppla. Ach, das spielt das letzte ab. Scheiße. Oh, 5-3. 7-7-3 oder so. Jesus. Weil wir von Gott dazu berufen wurden.
Was die Granatenkisten bringen, weiß ich auch nicht. Hallo? Ach, hier war ich gerade schon, oder? Ja. Was war das? 53775 irgendwas. 7733 oder so. 5733. Irgendwie sowas. Upsi. Moment. So, jetzt habe ich die Nachrichten hier gefunden. Schauen wir mal. Es war... das hier, glaube ich. 7533. Wir wissen nicht, was mit dir passiert ist. Ryans Männer haben dich mitgenommen. Sie meinten, du wirst gebraucht, um Rapture zu retten. Wer nah dran, aber... eine Stadt zu retten. Aber ich sehe diese kleinen Mädchen aus den Schächten klettern. Und ich frage mich, okay, ob du eines Tages aus so einem Schacht kletterst und dann diese Nacht... Sind das die Eltern? Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Bin ich verrückt? Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Okay. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil aus dieser armen Schweine vertrauen. Das haben wir schon gehört. Weil wir von Gott dazu berufen wurden. Was ist der Raum hier? Ich glaube, dann waren wir überall, oder? Der Mensch braucht eine Vision und einen Vordenker. Aufhören, das ist nicht, wonach es aussieht. Oh, 5 Sets anwerfen. Okay. Das hat sich gelohnt. Okay. Ach du Kacke. Wer hat das gesagt? Ich bin einfach einsam! Ich bin allein! Jesus, sauer zu wie von diesen Robotern da. Ich hasse sie einfach nur. Manchmal gehen mir die mehr auf den Sack als die Leute. Ich muss auch ein bisschen Entschuldigung, dass ich in der Aufnahmesession nicht so... hoppla. Vielleicht nicht so viel gesagt habe. Schon ziemlich spät und ich bin auch dementsprechend müde. Und dann, wenn immer ein bisschen Action ist oder wenn es immer ein bisschen creepy wird, dann neige ich immer dazu, ein bisschen still zu sein, weil ich mich ein bisschen konzentrieren will. Um nicht sofort wieder hier abzukacken. Ein paar Gegner haben es dann doch ziemlich drauf, vor allem wenn man da müde ist. Na komm, auf mit dir. Wo ist der Typ hin?
Okay. Du kannst dich nicht für immer verstecken! Mein Freund sagt ja was anderes. Komm, er wirft deine Scheiße. Warum folgst du überhaupt dem? Nichts von ihm zu sehen. Leg sie dahin, wo ich sie sehen kann! Wer ist da? Oh, er hat uns erwischt. Autsch. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Tieres ist unsere Heimat. Aber er ist auch. Danke, Mr. Bubbles. Ich habe ein Visier. Sieh mal, Mr. Bubbles. Oh, okay. Ein bisschen träumen, Mr. B. Der Mr. Bubbles. Guck mal, Mr. Bubbles. Bitte. Wow, er wirft ja auch Zeug. Können wir überhaupt kaputt machen hier? Sieht nicht so aus. Wer ist mit ionischem Schrot? Schmeckt ihm auf jeden Fall nicht. Eigentlich so aggressiv sind sie ja eigentlich nicht. Was machen wir da eigentlich genau? Diese ekelhafte Seeschnecke haben wir am Schluss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die... Oh, ist das unsere? Ich glaube nicht. Ich lasse ihn mal da liegen. Oh. Was ist das hier los? Sein Licht dringt sogar bis in die Finsternis hier unten. Hm, ein lecker Weinkeller. Weißt du, was wir mit einem wie dir tun? Ich schicke dir... Was war das denn? Oh, ich habe ionischen Schrot geladen. Vielleicht sollten wir das mal ändern. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Oh, diese scheiß Kameras.
wieder unser... Ja, das ist unser Magic-Fass hier. Das soll wahrscheinlich Wein sein, jetzt, wo ich das sehe. So I'd rack my brain hoping to explain all the things that you do to me.